Hey ho, Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens sind wir ja quasi in diese Bruchbude hier eingebrochen, wie ist das nochmal? Der Grabhort. Und jetzt geht es tiefer hinein. Und wir werden hoffentlich ein paar Geheimnisse aufdecken. Da fahren wir aber hin. Zu diesem grünen Handabdruck. Deswegen gehen wir erstmal woanders hin. Ja, ich werde zuerst zu den anderen Tutis hier gehen. Warte mal. Ich kann mal noch. Ja, höre ich mich gerne an. Danke für die Nachrichten. Die Zeit vergeht schnell im aktiven Dienst. 4 Monate sind es jetzt schon. Diesen neuen, ahnungslosen, rekrutierten, wilde Typen. Aber irgendwie klappt es. Mit dem 6. MEB haben wir einen Horus erledigt. Ich hoffe, es kam in den Nachrichten, Schatz, damit alle wissen, dass wir es schaffen können. Wir müssen Projekt Zero Dawn nur Zeit geben. Projekt Zero Dawn. Oh ja. Tut mir leid, Schatz, dass ich mich erst jetzt melde. Die Einsätze werden länger und die Arbeit wird noch mehr. Wie in einem Familienunternehmen. Ich versuche, dich von außen zu betrachten. Die Leute freuten sich, uns zu sehen. Sie hatten noch Hoffnung. Ich kämpfe für dich. Das ist einfach sau. Ah, das fasziniert mich voll, die ganze Story, die ist einfach so durch, einfach so, ah, ist einfach schön. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll, aber an die Horizon Zero Dawn Entwickler, geil. Kann ich... Ja, ich schnall mir. Statusbericht. 9. Mechanisierte Eingreifbrigade, kommandierende Offizierin, Lieutenant Fiona Morell. Die Truppenmoral wird weiterhin von den Gefechten gegen die Pharaoh-Plage ungünstig beeinflusst. Insbesondere, wenn diese in Bereichen stattfinden, in denen rekrutierte Zivilistengarden betroffen sind. Der Umfang und die Art der Todesfälle der teils unbewaffneten Zivilisten in diesen Bereichen ist unbeschreiblich. Und Zeuge davon zu werden, verbreitet Hoffnungslosigkeit in der Truppe. Und so fordere ich erneut, dass der Einsatz des 9. MEB wieder auf Einrichtungen konzentriert wird, die für Projekt Zero Dawn entscheidend sind. Und ich fordere erneut ein sofortiges Update über den zeitlichen Ablauf von Projekt Zero Dawn. Projekt Zero Dawn, das Projekt, mit dem alles endete? Womöglich. Ames? Ich weiß, ich melde mich zu oft bei dir. Aber ich bin so stolz auf dich. Wir alle sind es. Wir wurden weiter ins Inland gebracht. Als Vorsichtsmaßnahme. Andres und Reggie haben noch Schule. Ich passe auf sie auf. Wir wissen nie, wo du bist oder wann du kämpfst. Aber bei jedem Vitol rennen die Kinder raus und winken. Ich glaube an dich. Ich weiß, nichts wird mehr wie früher sein. Aber ich glaube an dich. An uns. Damals gab es noch Hoffnung. Doch wie lange? Ames, ich weiß nicht mal, ob du überhaupt noch lebst. Diese Nachrichten, sie sind angeblich von dir, aber sie klingen so künstlich. Zusammengefügte Sätze. Und du sagst gar nichts zu den Neuigkeiten. Die Eindämmungszone, die Atemgeräte, die Aufstände, One Earth. Was in Dallas Bubble passiert ist, waren nicht die Roboter, Ames. Sie geben mir nicht mal eine klare Antwort, wenn ich wissen will, ob du noch lebst. Sie sagen, wenn noch Nachrichten kommen, bist du noch einsatzbereit. Es ist unfair, Ames. Unfair, dass du nicht hier sein wirst, wenn es zu Ende geht. Ich liebe dich. Wie traurig. Ja, es ist einfach... Ah! Es rattert gerade so mega in meinem Kopf. Die Hintergrundstory von dem Spiel ist einfach so saugut geschrieben. Ich finde das einfach so mega. Man vertieft sich voll in diese Welt. Ich will auf jeden Fall jedes Textfinselchen, jede kleine Sprachdatei, alles will ich mitnehmen. Wir benutzen die Konsole, wenn wir alles andere haben. Hier. Textdatei. Warte. Scroll ich mal wieder durch. Leute, ihr könnt es mal wieder durchlesen. Ich werde es mir auf jeden Fall offscreen wieder durchlesen. Ihr wisst es ja. Wenn ihr auf dem gleichen Stand sein sollt, oder auf dem gleichen Wissensstand sein wollt wie ich, dann gönnt es euch auf jeden Fall.
Ich werde es jetzt nicht vorlesen, weil das zieht das LP ein bisschen in die Länge, wenn ihr mich fragt. Deswegen, ja, ihr könnt es euch durchlesen. Ich will es euch nicht vorenthalten und ja. Ich lese es mir auf jeden Fall durch. Oh, Dankeschön. Ja, tut mir leid. Ich brauche keine Gesundheitstränke mehr, ich bin zu gut. So, haben wir denn noch hier was? Okay, da gehen wir noch nicht weiter. Jetzt holen wir uns mal die Informationen von dieser Konsole hier. Holoprojektor aktivieren. Alles klar. Ich bin gespannt. Was ist das? Das? Eine Karte. Die Erde. Eine Karte wovon? Unserer Welt. Der Erde, Aloy. Sie ist nicht flach, wie du glaubst. Warum sollte ich das glauben? Bei Finsternissen liegt ein gewölbter Schatten auf dem Mond. Also ist die Welt eine Kugel. Und so sieht sie aus, von Weitem. Darüber reden wir ein andermal. Zurück zur Sache. Die Pharaoh-Roboter verbreiteten sich über die Welt und fraßen alles auf. Elisabeth stoppte sie, bevor es zu spät war. Aber wie? Oh mein Gott. Kann ich irgendwas machen rein theoretisch? Schade. Ich muss noch weiter, alles klar. Erkunde den Grabort weiter. Mach ich sehr gerne. Achso, das war der Halttank, ne? Okay. Das ist so mega interessant. Ich bin gerade wie so ein kleines Kind, das gerade das erste Bilderbuch sich anguckt. Das ist einfach so schön. Einfach so viel Neues zu entdecken. Und wozu ist der Gang hier? Der Gang hier kann doch nicht. Der kann doch nicht umsonst sein hier. Ne, da muss ich erzählen. Hä? Der Raum hier ist wirklich umsonst. Why? Nicht mal ein Item oder so drin. Oh, Blümchen. Nehme ich sehr gerne. Das nehme ich lieber mit. Wieso sind die Heilungsblümchen? Wieso ist sie eine Vorratskiste zum Munitionsnachcraften? Wieso? Dahinter ist ein Kampf. Dahinter ist auf jeden Fall ein Kampf. 100 pro, 100 pro ist dahinter ein Kampf. Schon mal zur Seite? Kann ich nicht, okay. Hi. Oh, shit. Ist das der Metallteufel? Wie geil das einfach aussieht. Was? Alter! Ich hoffe, das Ding erwacht nicht zum Leben. Niemals. Bitte nicht. Weil ich denke, es ist unwahrscheinlich, solange wieder hier schon ruht. Die Eclipse machen sich am Metallteufel zu schaffen. Das ist nicht gut. Sie wollen ihn doch nicht erwecken, oder? Nein, doch haben wir ein deutliches Problem. Vorsicht! Nicht schon wieder. Und der hier ist schnell. Ich komm nicht mehr rein. Oh du Scheiße. Ich brauch Deckung. Den krieg ich so nicht hin, wenn ich keine Deckung habe. Ich duck mich immer. Der hängt nicht fest, ne? Och, Scheiße. Ich brauch solche Pfeile, verdammte Scheiße. Ah! Feuerpfeile. Todbringer. Abrissschwäche. Okay, solange der da unten bleibt, das sollte eigentlich kein Problem sein. Da können wir uns ja immer gut wegducken. Ja, komm doch her. Was? Der macht das kaputt? Scheiße. Alter, was? Ja, okay. Okay. Ja, sag mir das doch bitte vorher, Mann. Das Außerrahmen-Funkenfängerin-Outfit schützt gegen Schockschaden. Okay. Mann, warum sagst du mir das nicht vorher, Spiel? Mann. Alles klar. Ich kann die Sequenz da vorne doch überspringen, oder? Wenn nicht, dann böses Spiel. So. Aber wir mit Feuerpfeilen wieder anfangen und dann mit den gehärteten Pfeilen nachher drauf zu ballern. Das kann ich überspringen irgendwie? Ja, kann ich. Noch ein Kopesch. Und der hier ist schnell. Mit Welle kann ich ja sogar drei Pfeile drauf machen. Scheiße, bin mir gefallen. Ah, fuck you! Wie dumm das einfach ist, Mann!
kannst mich mal, Mann. Nein, ich schneide das nicht raus. Nein, das ist menschlich. Das ist wirklich der erste Kampf, wo ich zweimal daran gestorben bin. Normalerweise haben wir es immer so easy geschafft. Oh Mann, das ist wirklich typisch Rayon. Ich sterbe an Fallschaden. Wie geil. Habe ich das eigentlich nicht geskillt noch mit den drei? Das hat mir doch letztens... Hat er das nicht gespeichert? Okay, dann machen wir es jetzt. Alles klar. Haben wir noch irgendwas mit zwei? Nein, okay. Gut, dann haben wir jetzt drei Feuerpfeile. Alles klar! Nee, ich schneide das nicht raus. So. Öffne die Tür. Ich würde das gerne übersch... Noch ein Kopisch. Und der hier ist schnell. Nee, das hier. Dreifach Feuerpfeile. Quatsch! Quatsch! So, ist voll. Sehr schön. Ich werde mal hier komplett rüber gehen, weil dann kann ich, wenn er hier zum Ballern anfängt, hier da drüben... Shit! Bin tot! Was? Ich lebe? Heilung! Ach, Scheiße! Ach, du Scheiße! Ach du Scheiße, ach du Scheiße, lauf Aloy, lauf Aloy, lauf Aloy, 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 lauf! Ha! Ah, verschwinde! Ah! Ich hab fucking Problem. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Kann er das hier wegballern? Okay, ich brauch wieder Feuerpfeile. Die Eclipse kann mich mal, ich soll hier verschwinden. Ich hab mal versucht, die kleinen Eclipse-Leute hier auszuschalten. Ach du Scheiße! Was macht die für MLG? Das geht ja so gar nicht. Ha! Oh shit! Nein, ich will da nicht rein! Ich will da nicht rein! Geh weg! Ach, die kriegen auch Schaden vom Dingsbringer, ne? Die kriegen auch Schaden vom Todbringer. Ja, danke. Oh shit! Ah! Heilig, Aloy, heilig! Komm noch her! So, die sind down. Finde ich sehr gut. Alter! Der macht jetzt sau viel Schaden. Dann switchen wir wieder Feuerpfeile. Hier scheint nicht sicher zu sein. Finde ich gut. Oh shit, oh shit. Okay, der hat Feuer. Finde ich sehr gut. Ich versuche da gerade eine Schwachzelle zu finden. Warte, ich scanne nochmal. Oh shit. Oh. Ah! Scheiße, da hing ich kurz fest. Okay, das macht deutlich mehr Schaden. So. Alter, geh doch weg! Das ist sonst auch dein Tod hier. Ihr kontrolliert den noch nicht ganz. Merkt ihr das? Okay, das macht ganz gut Schaden, finde ich sehr gut. Ich gebe dir nochmal kurz Feuer. So. Und jetzt werden wir mal mit dreifach gehärteten Pfeilen auf das Teil da oben schießen, ne? Was? 331 Schaden, genau so soll das. Wow! Sein! Oh shit, oh shit, oh shit. Okay, das da oben will ich markiert bleiben. Oh shit, da habe ich gleich verzogen. Ah, den kriegen wir down. Ach du Scheiße. Alter! Was macht eigentlich darauf schießen? Macht er auch gut Schaden? Das macht auch 110, okay. Ja, den kriegen wir down. Das war es! Hä? Ist down. Das war's. Easy. Die Soldaten damals mussten gleichzeitig hunderte davon bekämpfen. Ja, danke. Alter. Spulhahn. Okay, kann ich das auf irgendeine Waffe packen, weil das Interesse gesehen jetzt gerade? Auf den hier vielleicht. Ich habe noch eine Handhabung. Einmal Handhabung reicht. Okay, wir wollen ja noch einen Kriegsbogen und alles haben. Okay, passt. Passt. Alles klar. Easy. Ah, Leute.
Es ist wirklich so, ich sterbe öfters an Fallschaden oder einfach Dummheit, wie an irgendwie Einsatzsituationen, also Kämpfen oder so. Ich sterbe wirklich öfters an Fallschaden. Das ist traurig, aber es ist so. So, wo sind wir denn hier? Mitten im Grabhort. Ja. Die müsste die Eclipse uns wirklich schon in- und auswendig kennen, weil so viele Truppen, wie wir von denen schon weggerafft haben, das ist... geil. So, wo sind wir denn hier? Ich will schon mal die Herd im Pfeile aus für den Fall. Für den Fall der Fälle. Okay, hier haben wir wieder so eine geile, geile Konsole. Vorratskiste. Hm. Dankeschön. Ich habe Echolsen gesehen. Was? Das war. Das waren Echolsen! Nice! Okay. Finde ich sehr gut. Bin zufrieden mit. So. Was? Danke, Dr. Sobek. Setzen Sie sich doch. Sie wollen ja danken, nach dem, was sie gesagt hat. Dr. Sobek hat die Situation sehr klar gemacht, General, und eine Option genannt. Wir sollten ja alle danken. Ja, aber... ich meine, mein Gott! Vielleicht diskutieren wir das offline. Es gibt darüber keine Diskussion. Die Zahlen sind eindeutig. Und Pharaoh, er zahlt die Rechnung. Aber er kann nicht die Zeit kaufen, die wir für Zero Dawn brauchen. Das lässt sich nur mit Blut bezahlen. No, bitteschön. Wir verbessern die Flotte. Wir hätten irgendwie die Codes. Haben Sie nicht zugehört? Roboter können nicht mehr für Sie kämpfen. Wenn es ums Hacken geht, ist der Schwarm ein Spitzenprädator. Alles Automatisierte, das Sie schicken, wird von ihm übernommen. Aber das... wir würden Ihnen doch Zivilisten zum Fraß vorwerfen. Commanders, unser Feind repliziert sich schneller, als wir ihn töten können. Und frisst Biomasse als Treibstoff. Zero Dawn ist alles, was wir haben. Wir drücken also jedem Zivilisten, der stark genug ist, eine Railgun in die Hand, zeigen ihnen den Abzug und schicken sie an die Front? Wie sollen wir das erklären? Indem wir ihnen Hoffnung geben. Zero Dawn. Das geheime Superwaffenprogramm, das uns retten wird. Solange die Menschen den Schwarm lange genug aufhalten, damit Dr. Sobek es beenden kann. Diese Datei enthält den Kriegsplan für Operation Enduring Victory. Kriegsplan? Das ist ein Kriegsverbrechen. Es ist nicht schön, aber Sie kennen die Alternative. Dr. Sobek. Sie können eine stillgelegte Raketenbasis bei Bryce in Utah als Standort für Projekt Zero Dawn nutzen. Dort ist genug Platz. Wann können Sie anfangen? Ich habe Ihnen bereits Kandidatenvorschläge geschickt. Die meisten sind Ausländer oder gehören zu Holdings, also könnte es... Ich übernehme das. Sie bekommen Ihr Wunschteam. Versprochen. Ich bin dann weg. Oh mein Gott. Raketenbasis? Was ist das? Das werden wir bestimmt noch herausfinden. Was hat Elizabeth getan? Sie haben versucht, alles, was sie verkackt haben, in ihrer Laufbahn rückgängig zu machen. Und das funktioniert nicht. Es kann nicht vergessen werden. Okay. Gut, dass ich endlich weg kann. Jetzt muss ich nur irgendwie diese Raketenbasis finden. Ich habe die Daten zum Basisstandort. Das ist die gute Nachricht. Und die schlechte? Er liegt direkt unter der Zitadelle. Dem Palast in Sonnenfall. Der Hauptstadt der Schattenkarja. Nicht gerade vorteilhaft. Im Palast wimmelt es von Eclipse. Viele davon in hohen Positionen. Und alle tragen Fokusse. Wenn sie dich sehen, sieht Hades dich auch. Er wird befehlen, dich zu töten. Und diesmal wird dich das gesamte Schattenkarja-Militär jagen. Dann deaktiviere die Fokusse. Das ging doch sonst auch. Das ist nicht so einfach. Zu viele Fokusse auf einmal. Und alle kommunizieren untereinander und mit Hades. Ein riesiges Netzwerk. Netzwerk? Was ist das? Stell dir ein großes, unsichtbares Netz vor, das über das ganze Land verbreitet ist und die Fokusse verbindet. Sodass sie über große Distanzen miteinander kommunizieren können. Okay. Und kriegt man das Netz irgendwie kaputt? Ein Netzwerk-Crash. Verwegen. Ja, es ist möglich. Das Netz hat einen Schwachpunkt. Zeig ihn mir. Ha. Ich lade dir den Standort auf den Fokus. Geh dorthin. Ich melde mich mit Instruktionen, wenn du dort in der Nähe bist.
war Zero Dawn. Was für eine super Waffe hat Elizabeth gebaut? Sie hat die Maschinen aufgehalten. Aber nicht bevor ihre eigene Welt, ihre Zivilisation unterging. Hoffen wir, dass es nicht nochmal dazu kommt. Ein Fluch für die Dunkelheit. Ach du Heilige. Das ist so episch. Aber wo komme ich hier runter? Draußen beißt der Schnee ganz schön. Und wie komme ich jetzt hier runter? So, es ist doch alle, wie geil. Was ist das denn? Was ist denn? Wie geil. Hä? Wie krass ist das denn? Was? Was ist das denn? Hä? Hätte ich irgendwo abspringen sollen? Was war das denn? Hä? Was? Was war das denn gerade? Darf ich hier nicht runter? Okay, nochmal. Und wie komme ich jetzt hier runter? Oh, das wird eine irre Fahrt. Oh ja, aber warum bin ich da gerade gestorben? Hä? Ach! Hat das ein bisschen gebackt, ach so. Nice! Wenn es nicht so schwer wäre, da hochzukommen. Ich denk's mir auch gerade, wie geil. So. Ein Fluch für die Dunkelheit. Begib dich zum Ort, den Silas angegeben hat. Okay, wo haben wir das denn? Hä? Was? Ach, hier unten. Das ist fucking weit weg. Da eine Zone haben wir noch. Haben wir, wenn wir schon hier oben sind, haben wir da irgendwo noch was zu erledigen? Meinst du zufällig? Nee, ne? Das ist ein Händler. Hier haben wir noch eine Metallblume, die wir mitnehmen können auf unserem Weg. Ich meine, Metallblumen müssen wir nicht unbedingt alle einsammeln. Haben wir hier unten noch irgendwas Interessantes? Ja, warte. Ich weiß nicht genau, wo das genau war, aber... Ich guck mal gerade, warte kurz. Nee. Wo war denn das nochmal? Ihr wundert euch gerade alle, wonach ich gerade suche, aber... ach, da guck ich zwischen den Aufnahmen mal, Hier ist Mutterherz, ne? Ja. Was ist das? Ich glaube, dass es das hier war. Ich kann mich natürlich auch irren. Egal, Leute. Ich würde auf jeden Fall sagen, das soll es gewesen sein für die heutige Folge. Lasst doch mal konstruktive Kritik da. Und wenn ihr irgendwas zur Story weiterhin wisst, einfach alles rein in die Kommis. Oh, fuck you! Ja, Leute, auf jeden Fall, nächstes Mal sehen wir uns wieder in dieser Welt voller Geheimnisse. Ich hoffe, wir decken beim nächsten Mal wieder weiter was auf. Ja, ich glaube, wir werden direkt mit der Hauptstory weiterfahren. Das ist so aufregend, Leute. Ich kann jetzt nicht irgendwie eine Zwischenquest oder so machen. Wir machen die Hauptquest weiter. Wir gehen nicht zu dem Ort, den Silas angegeben hat. Obwohl, wir müssen ja sowieso hierher. Dann können wir gleich eine verdorbene Zone und so mitnehmen. Und dann auch ein bisschen, ja, okay. Können wir ein bisschen das Gebiet entdecken. Vielleicht machen wir den Langhals oder so. Gab's hier nicht unten? Hier gab's einen Langhals, okay. Ja, dann werden wir das nächste Mal machen. Okay. Okay, dann machen wir das nächste Mal. Ich hole mich wieder. Leute, lasst eine Bewertung da und ja, schreibt einen Kombi in die Kommentare. Rayon sagt ciao, macht's gut und bis zum nächsten Mal.